Okay, schieß los. Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute hier, ja, was ist hier drin? Ein Steelbook, würde ich sagen, in dieser schönen Amazon-Verpackung natürlich. Was soll sonst drin sein, wenn es so wertvoll verpackt wurde? Und nee, ja. Und was für ein Steelbook ist? Fahrt ihr nach dem Intro? Oder steht im, nein, im Titel? Nein. Das nochmal machen? Nee, scheiß drauf. Okay. So, hier ist das Steelbook. Wir gucken mal, ob es überhaupt Teile ist. Ja, wo sind die Öffnungen? Warte, eigentlich? Ich halt mal. Ja. Dann kannst du aufreißen. So macht man das als Team. Im Team. Bitteschön. Ach du Scheiße. Nein. Und wie viele Beulen haben wir? Es sieht eigentlich komplett zerkratzt hier oben, wenn du das hier schon siehst. Aber ja. Ist ja die Folie. Das ist die Folie, ja, dafür ist das Schutzfolie. Aber es ist auch eine dicke Folie. Ist auch eine dicke Folie. Ja, hier haben wir Airplane. Genau. Vielleicht oder wie in Deutschland heißt, die Reise in einem verrückten Flugzeug. Aber Airplane steht drauf. Ja, aber eigentlich heißt ja die Reise in einem verrückten Flugzeug, glaube ich, in Deutschland, oder? Die unglaubliche Reise in einem verrückten Flugzeug. Genau, genau. Da gibt es nämlich auch die unglaubliche Reise in einem verrückten Raumschiff oder so. Und Bus? Und Bus. Es gibt ja mehrere Teile. Die ja, gibt es mehrere. Den Bus. Ja. Also wie gesagt, der hier noch mit Leslie Nielsen genau. Ist auf jeden Fall mit dabei. 40. Da sieht man mal, wie alt wir sind. Du, ich meine nicht. Ja, da warst du noch flüssig. Das ist ja von 1980 der Film anscheinend, ja? Oh, beste kann rechnen, ja. Ja, Airplane hier. Wir packen das gleich mal aus hier, ja. Wollen wir uns ja nicht lange aufhalten. Hast du gar keinen Zahnstocher da, oder? Wer macht denn mal einen Zahnstocher? Ja, so ein Spacko. Ja. Nee, Zahnstocher. Brauchst du nicht. Brauch ich nicht. Nicht für echte Kerle. Na. So, wir haben hier eine schöne J-Card hier mit Klebe. Klebe, wie heißen die Dinger? Tesafilm. Tesafilm befestigt ist. Halt mal dieses Steelbook. Okay. Zeigen wir mal hier erstmal die J-Card kurz. Gucken, ob der Idiot die Kamera hier scharf gekriegt hat. Selbstverständlich. Ja, Airplane, wie gesagt, jetzt erst erschienen vor kurzem. Ja, vor kurzem erschienen. Ja, eigentlich ein geiler Film auf jeden Fall. Also ich finde einer mit der besten Komödien. Auch der zweite Teil ist geil, in dem Raumschiff. Ja, voll. Also die sind richtig geil. Und ich sehe, dass das Ding schon zurückgeht. Ja. Ja, hier sieht's aus. Und hier Kratzer. Also die Kratzer, die vorne. Platzer, hier schon mal die Wellen. Ach du Scheiße. Ah. Okay. Okay, gehen wir mal erstmal auf die Feinheiten ein. Feinheiten ein. Ich weiß nicht, ob es jetzt hier anfängt, aber hier unten, jetzt sieht man. Oh ja, sieht man. Sonderprägung. Und über das komplette Steelbook verteilt. Wenn man genauer geht, wird man jetzt wahrscheinlich nicht so sehen, haben wir überall so kleine Haarrisse, Haarkratzer und so weiter. Oh und so ja, ihr seht hier schon eindeutig. Ja, Amazon. Übrigens, wir sind hier in der Küche, falls ihr noch nicht gesehen habt. Das ist ja ein sehr spontanes Unboxing hier heute, mal ein bisschen was anderes. Man muss ja nicht immer gleiche machen. Passt ja auch zum Film. Genau. Also, das Motiv finde ich echt ziemlich cool. Ist ja dieses normale Motiv. Also, sagen wir mal nochmal von vorne hier, richtig schön. Also, Motiv ist geil. Ja. Rückseite. Ist auch cool. Also der Druck ist scharf, Hochglanz ist super. Oh, hinten gibt es auch ein paar Beulen. warte, du kannst noch einen Tick vorgehen. Es ist jetzt nicht durchgängig, durch den Zwei ein bisschen unterbrochen. Ja, total bescheuert, oder? Ja, entweder haben sie es nicht hingekriegt und haben gesagt, lassen wir lieber gleich. Ja, oder ist ja eh ein Spaßfilm. Dann lassen wir hinten gucken. Ich glaube, hinten waren auch noch irgendwo welche, habe ich gesehen. Das ist so ein Lackpunkt hier. Das ist schon wieder so eine billige Qualität. Hier sieht man noch von das ist doch so eine Lackeinschlüsse hier. Das ist ja jetzt nicht vom Versand. Das ist nicht vom Versand, das kommt vom Druck her. Vom Druck her schon. So eine Fabrik. Fabrikscheiße. Ja. So, dann schauen wir uns mal den Innen. Also Airplane hier wieder schön billig bloß, nicht gerade irgendwie was Schönes gemacht da mit der, mit der Disc, aber hinter wer den Film kennt, weiß ja mit dem. Richtig geile Szene übrigens, ja. Aber auch von den Farben her, vom Druck her, muss man super. Schon sagen, ist es super. Wenn es jetzt diese Kratzer nicht hätte, wäre es ein tolles Ding. Ja, also dieser Eindruck auch von außen, ich finde es eigentlich so ein sehr schönes, aber geht natürlich zurück, ist ja klar, ja. Sollen wir mal gucken. Meinst du, da kommt noch was... Ich wollte noch was Zweites dazu bestellen, weil ich gedacht habe, ich schicke nur ein großes Paket. Aber dann sehe ich, was ich da haben wollte, zwei Pakete. Du hättest Geschenkpaket. Geschenkpaket. Zuletzt beim Kurt im Livestream. Dann wird es ja wieder teurer. Stimmt, 2 Euro irgendwas. Ja. Schade, aber geiler Film. Und wenn das Steelbook heil bei euch ankommt, ohne irgendwelche Mängel, dann habt ihr ein schickes Teil für eure Sammlung. Ist auch ein schönes Steelbook, ja. Also wenn ich da jetzt eine Wertung für das Steelbook geben würde, würde ich sagen...
3,5? Nö, 4. 4 von 5. Für die Steelbook. Ja, wie gesagt, könnt ihr in den Kommentaren schreiben, ob ihr euch das Steelbook geholt habt, wie es euch gefällt. Genau. Und wie euch dieses Unboxing hier natürlich gefallen hat. Genau. In der Küche. Ja? Daumen nach oben. Das erste. Ihr wisst es, Zimmi, Kanal abonnieren, Glocke aktivieren. Da sind sie, die Besten. Ja, genau. Ah, das sieht aus wie dieses... Das hat ein bisschen was von diesem Goonies-Steelbook, oder? Die haben von mir geklaut. Ja, die haben von dir. Boah, gewinnt gleich die Patentrechte anfordern. In diesem Sinne, soll es das gewesen sein. Ja. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ja. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dann. Ciao. Servus. Gut.